Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Es geht wieder weiter mit unserem oberkrassen Superhack hier, Zelda Ocarina of Time Gold Quest. So, ich hoffe erstmal, man kann alles sehen, man kann alles hören und es ist so, wie es sein soll. Ihr habt gerade schon gesehen, ich habe mir jetzt mal, das rausgenommen, hier mal ein paar Umfragen starten zu können. So, ich mache diese Umfrage mal als beendet. Ich hoffe, das geht jetzt einfach so. 100% sind bereit. Das finde ich gut. Finde ich super. Ja, und erstmal alle herzlich willkommen, die hier gerade am Start sind. Alle Leute, die hier nachträglich noch dazukommen und alle Leute, die das nachträglich auf YouTube anschauen. Wir sind wieder am Start mit Ocarina of Time Gold Quest mit unserem geilen Death Wheel, das wir gleich wieder drehen werden. Ich erkläre nochmal kurz die Regeln vom Death Wheel. Immer wenn ein Stream startet, drehen wir das Rad. Dann kriegen wir eine schöne Strafe aufgepumpt. Wenn wir sterben sollten während des Streams, drehen wir das Rad. Solltet ihr sagen, hey, die Strafe, die aktuell drauf ist, die ist voll kacke, dann lasst doch auf jeden Fall eine Mitgliedschaft da. Spendet was oder ja, spendet eine Mitgliedschaft. Dann wird das Rad gedreht. Und letzter Punkt, wenn wir einen neuen Dungeon betreten sollten, dann drehen wir natürlich auch das Rad. So, ich habe auch wieder ein paar neue Sachen im Rad reingepackt und dementsprechend würde ich auch sagen, wir drehen erstmal die erste Runde und schauen mal, was unsere erste Strafe ist. Ich hoffe, ja, kein Schild, mit keinem Schild kann ich erstmal leben. So, ach, Alcazar ist auch mit am Start, hi! So, liebe Leute, im letzten Stream sind wir am Ende erwachsen geworden und die große Herausforderung, die uns gerade bevorsteht, ist es wieder so mit dem Regelverstoß? Ja, wir machen das wieder so mit den 5 Minuten. Genau so machen wir das. Und hallo ihr Lieben, hallo an unseren besten Streamer, der legendäre Zelda-Junge. Oh, dankeschön, Master Rachi. Yo, das geht wieder klar. Wir machen wieder, wenn wir einen Regelverstoß haben sollten, geht der Stream 5 Minuten länger. Da brauche ich dann fleißige Zähler, die mitmachen. Damit wir wissen, wie viel wir am Ende Überzeit machen. Und, ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mal rein. Die Frage ist jetzt halt, was macht man jetzt als erstes? Uns fehlt der Enterhaken. Normalerweise Waldtempel, Enterhaken, ne, rein da, feuerfrei. Aber der Enterhaken fehlt uns aktuell. Deswegen, ich würde vielleicht mal einfach so eine Fragerunde starten. Wo sollen wir hingehen? Ich habe hier irgendwie verschiedene Möglichkeiten. Mal gucken, was jetzt passiert. So, wo sollen wir hingehen? Ich habe jetzt eine Fragerunde gestartet. Keine Ahnung, was das ist. Könnt ihr darauf zugreifen? Ihr könnt jetzt auch Fragen, ne? Frage, Zuschauerfragen live beantworten. Ich glaube, ich habe das falsch verstanden. Fragelisten. Sieh dir Fragen der Zuschauer an. Wähle aus, was. Was? Ich glaube, ich habe selber eine Frage gestellt. Das war irgendwie dumm. Okay, ich mache wieder den Top-Chat drauf. Ist das sinnvoll, was ich da gerade gemacht habe? Ich glaube nicht, ne? Vergiss nicht, meine Fähigkeiten Kitsune dürfen noch einmal drehen vom letzten Stream. Wir können Fragen stellen zum Fischen. Okay, ihr könnt Fragen stellen. Dann stellt ihr Fragen zum Fischen. Was? Ich check's auch nicht. Okay, zum Fischen ist an sich erstmal eine geile Sache, glaube ich. Ich habe eine Frage gestellt, aber sie ist nirgendwo aufgetaucht. Doch, ich sehe sie, zum Fischen. Du kannst da oben in dem Rider vom Top-Chat, glaube ich, umschalten zum Fragen. Also ich sehe sie auf jeden Fall, die Fragen. In der Hilfe steht, nur der Creator kann deine eingereichten Fragen sehen. Wenn er deine Fragen anpinnt, ist sie öffentlich sichtbar. Du kannst deine Frage auch, Frage nur entfernen, solange sie angepinnt ist. Aha. Ach du Scheiße, jetzt gibt's ja auch die. Ich hab auch schon wieder ganz vergessen. Ah, nice. Toll. Ohne Bogen kann ich ja gar nichts machen gegen die. Komm schon hier. Ich darf übrigens kein Schild benutzen, ne? Das darf ich nicht vergessen. Meine Güte, ist der nervig. Wir können auf jeden Fall. Oh, ich verstehe. Ja, ich kann keine Frage sehen und auch nicht umschalten, dass ich sie sehen kann. Ah, okay. Schau mal. Was?
Also ich habe zum Fischen was und schau mal, habe ich jetzt hier stehen in meinem extra Fenster. Mann! Was machen die denn hier alle? Okay, was machen wir jetzt, Leute? Also, ich finde, zum Fischen zu gehen ist erstmal keine schlechte erste Sache. Die Frage ist nur... Ja, stimmt, ich komme ohne Enterhaken ja auch gar nicht zum Fischen, gell? Stimmt. Wir könnten zu den Geruden gehen. Geht zu den Gerudos, befreit die Mitarbeiter. Die nämlich die Brücke reparieren. Dann müssten wir uns aber Epona organisieren erst. Sofern das möglich ist. Auf Epona reiten. Epona könnten wir machen, ja. Das stimmt so. London Farm. Oh Gott. Ob hier irgendwas anders ist als sonst? Ist halt auch so eine Frage. Du könntest das Rennen auf der London Farm machen. Ja, an sich können wir das tun, ne? Rennen auf London Farm. Ich hätte noch die Idee... Oh Gott, was ist denn das für ein Baum? Ich hätte noch die Idee, dass wir vielleicht mal kurz nach Goronia gehen. Was sagt ihr dazu? Und ich denke, wir können uns vielleicht in den Lost Woods mal schnell das Lied holen. Also ich gehe mal kurz zu Goronia, weil da können wir ja theoretisch diesen kleinen Typen stoppen. Den kleinen Goron. Falls der da ist. Da kriegen wir nämlich auch ein Item von dem. Da will ich mal kurz gucken. Du kannst Epona ja schon mal holen und dann zu den Gerudos gehen. Goldversion ist Baumversion. Baumversion? Dü-dü. Huch. Ja, versuchen wir erstmal den hier irgendwie. Ne, den müssen wir ja irgendwie nur erwischen. Dann kriegen wir theoretisch ein Item. Also normalerweise... Überall zusätzliche Bäume, ja. Ist super merkwürdig, oder? Wo ist denn der? Hä, wo ist denn der hin? Kann mir mal einer sagen, wo der... Da hinten rollt er. Was? Ha, was? Was? Was geht mit dem ab? Hat er mal einen Abgang gemacht? Alter! Komm her, du! Der hat einfach ein neues Move-Set. Ach, guck mal, ich kann ihn aber so einsperren. Jetzt bewegt er sich nicht mehr. Aua, danke. Hey, das war doch voll der Treffer. Jo, perfekt. Okay. Hallo? Hallo? Hab keine Angst. So, what? Dein Name ist auch Link? Oh ja, hier, Drudja und so. Ja, Mann, Alter. Hilf mir mal hier was zu reißen. Sonst muss ich ihn ausfragen. Über den Drachen. Ich dachte schon, er wäre unbesiegbar. Ja, das war komisch, ne? Gerade. So. Dann reden wir mal über die Goron. Und theoretisch bekommt man von ihm die rote Rüstung. Wir bekommen die lilane Rüstung. Goron-Tunika. Okay, das ist schon mal geil. Und wir haben Zutritt zu den Laden. Okay, neue Tunika. Ziehen wir mal an, oder? Die schauen wir uns doch mal an, die Tunika. So, warte mal. Ich mache hier erstmal die Fragerunde weg. Fragerunde beenden. Bestätigen. So, wir machen erstmal wieder den normalen Chat drauf, ne? Magenta-Rüstung. Jetzt kann ich endlich telefonieren. So. Aber passt ganz gut eigentlich, ne? Zu den Haaren. Ja, Leute, wie geht's euch? Was macht ihr so Schönes am Wochenende? Erzählt mal. Ich meine, das Wochenende ist ja noch jung. So, ja, hier können wir aber nichts Neues kaufen, leider. Schade, und ich habe halt auch immer noch nicht die große Börse. Vielleicht gibt es den Enterhaken beim Minispielen, Kakariko. Minispielen?
Was fallen dir gerade für Minispiele noch ein? Also wir haben halt Boris, ne? Aber Boris hat uns keinen Enterhaken gegeben. Soweit ich mich erinnere. Wie ist das Wetter in Arnstadt? Jetzt aktuell keine Ahnung. Vorhin hat es geregnet. Das mit dem Bogen. Aber ich habe halt auch keinen Bogen. So, ist hier... Ja, da kommen wir auf jeden Fall nicht rüber. Hier ist halt auch alles anders, ne? Alles anders. Arbeiten gewesen. Heute? Oh, scheiße. Und jetzt aber langes Wochenende dafür oder Montag wieder raus? Können wir das mit dem Bogen jetzt schon machen oder... Weil ich weiß halt nicht, wie das ist. Vielleicht leitet der Typ den Bogen. Können wir ausprobieren? Ansonsten hätte ich auch eher vielleicht erstmal zu Epona tendiert. Die Gerudo-Leute befreien. Wir können mal zu Kokiri. Wieder raus Montag. Ah, doof. So, Geld ist voll. Ich glaube, kann man machen, aber du bekommst die Rubine und nicht richtige Belohnung. Ah, okay. Sache ist halt nur die. Ich wollte ja auch schon die ganze Zeit in, als kleiner Junge in Hyrule-Stadt das Spiel mit der Zwille machen. Aber das hat 100 Rubine gekostet und das kann ich halt nicht machen. Bin ich mir auch nicht sicher, aber schauen kann man ja mal, wenn du wieder in der Nähe bist. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Nachschauen. So, wir haben jetzt zumindest schon mal die Tunika. Das ist doch schon mal ein Anfang. Der verkauft doch hier auch... Nee, der hat nur so ein... Fake-Schwert hat er auch verkauft, oder? Okay. Und das Skulltis sammeln und Belohnung abholen. Skulltis sammeln kann man auch machen. Die Frage ist halt, aber da müssen wir als junger Link wieder, oder? Sheik versperrt dir den Weg zum Kleinen machen. Ja, ich glaube... wie ist denn das? Ich muss doch erst... Ach so, hier komme ich jetzt auch nicht. Ach so, doch, ich habe ja Saya Song. Das ist Saya Song, bitteschön. Guck mal. Meine Bomben. Ne, das ist, Zack. Wie ist denn das? Ich glaube, wenn ich den ersten Song gelernt habe, kann ich mich wieder klein machen, oder? War das nicht so? Normal musst du den Waldtempel erledigen, aber ich weiß nicht, wie diese Version ist. Ja, das ist halt... Der Song ist der Knaller. Wir könnten halt die Masken-Quest auch weitermachen. Da gibt es ja auch ein Ei... Na wohl. Doch, ja, da gibt es noch ein Item von den... Ihr wisst schon wen? Von den Dekus? Links oder rechts? Rechts, glaube ich, oder? Rechts? Vielleicht musst du auch den Feuertempel machen. Ja, kann halt auch sein. Aber die Sache ist halt die... Das war jetzt richtig dumm. Komm ich da überhaupt durch? Die Sache ist halt die... Horror-Kids sei das Song verspielen. Das kann man auch machen. Aber das muss man auch als junger Link machen, ne? Hey, hier komme ich nicht weiter. Ich brauche den Enterhaken. Ich könnte mich zwar ewig jetzt hier dran vorbeischleichen, aber... Ja, mit dem Enterhaken in den Rücken schießen, genau. Okay, also ich kann mich nicht klein machen. Hol mal Epona, Leute, oder? Oder wir gehen nach Kakariko. Und reden mal mit Anju, dann können wir die Tauschquest starten. Und machen Epona. Sowas irgendwie. Und die Geister sammeln. Geister sammeln kann ich auch nicht ohne Bogen halt. Ohne Bogen oder Enterhaken wird das auch nichts. Ist super schwer. Ich gehe jetzt erstmal über Goronia zurück nach Kakariko. Ab wann bekomme ich jetzt eigentlich meine erste Skulltis-Belohnung? Weil wir haben ja... Wir haben ja jetzt wie viele Skulltis mittlerweile? Ich glaube 31. Ab wann bekomme ich meine erste Belohnung? Epona brauchst du für die Nachtschwärmer und zu den Gerudos zu kommen, genau. Denke, Epona ist am vernünftigsten. 30.
Wir brauchen 30, weil es hat ja nicht geklappt beim letzten Mal. Wir konnten beim letzten Mal keine Skuldi abholen. Gräber habe ich schon alle angeguckt, ja. Da hat man auch nichts mehr gefunden weiter. Wir können uns auf jeden Fall Song of Storm holen. Möglicherweise. Oder mein... Oh Gott, das ist ja auch versperrt. Da komme ich ja auch nicht mehr rein. Okay, wir gucken erstmal nach Kakariko. Ich erinnere mich nicht mehr. Jetzt habe ich keine Bomben mehr. Blaues Feuer? What the heck? Ist einfach blaues Feuer drin. Okay. Doofes Skuldis, ja. Wir gucken nochmal kurz als Erwachsener. Vielleicht hat das irgendwas getriggert als Erwachsener Link, weil da waren wir noch nicht im Skuldi-Haus, soweit ich weiß. Schwierig. Ob du vielleicht was anderes brauchst? Wir waren aber... Waren wir in Kakariko schon so richtig unterwegs? Haben wir da mal in die Läden reingeguckt? Nee, auch nicht, oder? Mal hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Was war hier? Hier war nichts weiter, okay. Raus hier. Du. So, hier ist auch gerade nichts los. Vielleicht können wir die Nebenquest starten. Hattest du Hühner gesammelt? Nee, das habe ich auch noch nicht gemacht als junger Link. Weil, die sind anders versteckt gewesen und da kam ich halt auch nicht ran. So, warte mal. Wir holen uns erstmal das Ei. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, oder? Dann werden wir das mal ausbrüten. Dann können wir so ein bisschen Tauschquest nebenbei machen. So, und hier war ja keiner, ne? Nö, hier ist immer noch keiner am Start. Wir haben 30 Skuldis, aber keine Sau ist am Start. Keine Ahnung warum. Komisch. Komisch, dass da steht 30 Skuldis und es funktioniert nicht. Entweder haben wir einen Bug oder... ja, halt nicht. Keine Ahnung. Dann können wir uns Song of Storm auf jeden Fall holen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Das ist erstmal geil. Ob du das blaue Feuer dann geben musst? Wen muss ich das blaue Feuer geben? Den... Hallo. Ach so. Ich könnte auch mal versuchen übrigens, da lang zu gehen, um dann zu Boris zu kommen, ob das geht. Spiel mir mal ein Lied vor. Du. Wieso ist das blaue Feuer versteckt? Das weiß ich auch nicht so genau. Gute Frage. Kann mir nur vorstellen, dass, weil wir brauchten ja als junger Link das blaue Feuer immer mal, um Felswände zu zerstören. Warst du auch schon im richtigen Laden in Kakariko, nicht nur im Trankladen? Nee, da war ich noch nicht, da gehen wir auch gleich nochmal hin. So, warte mal, ich will jetzt hier aber auch nochmal was ausprobieren. Weil vielleicht können wir rückwärts den Weg zu Boris gehen. Weil das Spiel kann ja vielleicht ist ein bisschen buggy auch. Keine Ahnung. Wir gucken mal kurz. Weil du kannst ja hier so... Na, warte. Man kann sich ja hier irgendwie so hochklitschen. Normalerweise klappt das. Oder auch nicht. Nicht so. So. So, und dann warten wir, bis der vorbeikommt. Kann man die Zeitsteine anzünden, darauf stellen und dann hochfliegen, dass man... Was? Das ist zwar eine krasse Idee, aber klappt das so? Also ich habe in Erinnerung, dass man halt so da hoch sich hangeln kann. Mann, komm schon. Aber ja, da ist halt ein Zeitstein, ne? Das ist halt...
irreführend. Mann, ich weiß auf jeden Fall, dass es klappt. Ich habe das schon mal geschafft. Dass man da sich draufstellen kann, dann kann man da hoch sich glitschen. Es wäre zwar echt doof, wenn das die Lösung wäre. Ja, stimmt, der war sonst nicht da. Da hast du vollkommen recht. Mann, der springt aber auch gerade nicht. Link, Junge. Kotzt mich das gerade an. Aber wenn das halt wirklich der Fall ist, ne, und dann muss ich da so hoch mich klitschen, das ist halt schon eklig. Komisch. Ja, jetzt hat's wieder geklappt, der Sprung. Aber dann, ja, mit der Maske der Wahrheit, aber dann müsste ich mich halt trotzdem erst wieder... Ja, nein, das war doch der Sprung. Oder Rückwärtssaldo zum Zeitstein. Vom Zeitstein. Auf den Zeitstein so drauf, meinst du? Ja, es funktioniert halt auch nicht. Yay, Kitsune hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Juhu. Wie lange noch da drin? Ja, keine Ahnung, ne? Das bringt nichts. Drehen, bitte! Okay, let's go. Wir drehen mal eine Runde. Nur... Na gut, ich zieh mich wieder um, Leute. Wenn ihr das unbedingt haben wollt. Bringt halt nichts. Okay, wir machen Epona, ja? Ist für mich auch erstmal die sinnvollste Lösung. Aber das ist halt auch irgendwie für mich ein Indiz, dass da was sein könnte. Da ist halt auch ein Zeitstein und wir kommen als erwachsener Link halt nicht zu Boris. Do you want to play a game? 100 Rupees. Kannst du leider nicht spielen. Da fehlt mir noch die größere Börse. Und jetzt zum Feuertempel. Na, aber auf jeden Fall. Okay, ich gehe nochmal oben in den anderen Laden rein. Und dann Epona oder wie? Versuch mal Epona zu holen. Also ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das Spiel ist abgekackt. Was? Seht ihr auch schwarz? Ja, ja, ich sehe auch schwarz. Was zur Hölle? Hallo? Das Spiel ist abgekackt. So. Machen wir das nämlich so. Wir haben nämlich auch vorhin gespeichert. Ich glaube, das ist auch besser so. Denn so haben wir auch die Tunika. Guck mal. Müssen wir nicht nochmal alles neu machen. Ist besser. Weil mein Safe State, den ich gemacht habe, der war schon ein bisschen länger her. Aber wir haben ja vorhin gespeichert. War sowieso doof, das so zu machen. Ich mache jetzt noch gleich nochmal ein Safe State. Und wir haben jetzt erstmal wieder... da dürften jetzt einige Minuten dazukommen. Stimmt, da muss ich wieder aufpassen. Ne? Rollen geht schnell. Rollen geht immer schnell. So. Ja, ich habe schon gerollt, ich weiß. 5 Minuten. Schreibt's euch auf. 5 Minuten, Leute. Schreibt's auf. Ja, 2 oder 3 Mal. Was? Nein. Mano. Okay, wir gehen jetzt zu Epona, ja? 5 Minuten notiert. Ach, ist das nervig.